helfen Sie mir? Aber Mr. Walsh, was... Rabbit, der brüllende Tod. Geht's Ihnen nicht gut, Mister? Sie sehen ziemlich krank aus. Soll ich ein bisschen rechts ranfahren, damit Sie frische Luft schnappen können? Was ist? Was war mit diesem Mann? Ich zeig's Ihnen. Eine unheimliche Seuche bedroht die Menschheit. Menschen verfallen dem Wahnsinn. Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Tollwütige Mörder dürsten nach Blut. Rabbit, der brüllende Tod. Eine Weltstadt gerät in Panik. Wer wird das nächste Opfer sein? Halten Sie es nicht für übertrieben, den Ausnahmezustand zu verhängen? Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass wir der Seuche nicht Herr werden können. Deshalb bleibt uns gar nichts anderes übrig. Haben Sie Feuer? Also du? Du bringst den Virus unter die Leute. Ich verstehe dich nicht. Was meinst du? Du hast eine Epidemie ausgelöst. Du hast Hunderte von Menschen umgebracht. Du weißt ja nicht, wovon du sprichst. Was haben sie in der Klinik aus dir gemacht? In was hat dich dieser Doktor verwandelt? Ich brauche eben Blut. Oh. Rabbit, der brüllende Tod. Eine Schönheitsfarm birgt ein grauenvolles Geheimnis. Ein Virus, unbesiegbarer als der Krebs, tödlicher als die schwarze Pest. Wer ihm verfällt, wird zur reißenden Bestie. Er ist verrückt geworden. Er bringt sie alle um. Geh und lauf weg, so schnell du kannst. Raus! Raus! Ich hab solche Angst! Rabbit, der brüllende Tod.